Moin und willkommen zu Bellwright. Hier werde ich jetzt auch einfach mal ein neues Spiel starten. Ist auch mein erstes hier in dem Game. Dann werden wir das Ganze mal ein bisschen austesten. Name ist klar. Relativ wenig Optionen, finde ich. Na egal, darum soll es ja nicht gehen. Gehen wir mal rein. Isn't it funny how one small decision can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland. The rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it. A clue. Now, you have returned to your homeland for answers. Through choice or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? Okay, ich habe am Anfang gerade ein bisschen Sorgen gemacht, dass das Spiel überhaupt nicht läuft. Aber es hakt doch hier und da immer mal wieder.
etwas gucken bei der Mausempfindlichkeit. Das ist besser. Münzen, Radieschen und Fleisch. Radieschen bringt mehr Ausdauer, Fleisch bringt mehr Gesundheit. Interagieren mit Objekten ist eigentlich die Taste F. Einsammeln hingegen ist dann mit der linken Maustaste. Sich nicht stecken im Inventar. Das ist ja traurig. Jetzt ist der Inventar gleich voll. Gut, soll ich vielleicht erstmal der Geschichte folgen? Max. Gehört zum Dorf. Try anything stupid. Come closer. I think we need to talk, traveler. You're a new face around here, and new faces showing up rarely ends well for this village. I have a duty to my village first and foremost. I need to know who you are and why you came here. Looking for answers, huh? In a perfect world, I could give you all the information you need and you could be on your way. But speaking openly can be a death sentence these days. As long as you're asking questions, you're putting us in danger. No, but you have my permission to build a shelter on the outskirts of the village. Come back once you're set up, and maybe you can earn your keep. Na gut.
Okay, bauen über B. So, am Rand des Dorfs darf ich etwas platzieren. Okay, das ist ein Banditenlager. Banditenlager. Banditenlager, okay. Eine Ortschaft. Ich habe jetzt gerade irgendwo einen Wegpunkt gesetzt? Nee. Nee. Keep going. Also, irgendwo am Rand bauen. Möglichst in der Nähe von Ressourcen. Hier scheint es dann immer Holz zu geben. Bäume. Stein gibt es hier auch. Ich denke mal, das lässt sich hier abbauen. Ja, mit dem entsprechenden Werkzeug. Wenn ich das richtig sehe, ist Nahrung hier nur für Bass, oder? Warum aber jetzt hier, glaube ich, nicht, wenn ich nichts zu mir nehme. Baue ich denn jetzt mal? Ich würde ja eigentlich gerne erhöht bauen. Ist die Frage, soll ich jetzt überhaupt schon meine richtige Siedlung damit beginnen? Oder ist das nur so ein Start erstmal zur Überbrückung? Jetzt da hinten ist Wasser, das ist natürlich auch cool. Ich denke zumindest, dass das Wasser ist da hinten. Da auch. Hier nicht. Hier gibt es noch irgendeine Ressource. Wahrscheinlich eh nur so für zwischendurch. Auf jeden Fall für Buffs. Dann brauche ich jetzt Holz. Wechseln. Okay, ich bin Holz. Okay.
Und hier hinter irgendwo, genau da. Ja, Dampf ist. Okay, das sind Gegner. Ein Lager. Ein Wolf ist auch in der Nähe. Okay, da ist voll. Vielleicht war es nicht ganz so schlau, sich hier zu platzieren. Noch. Kann ich eigentlich noch mehr mitnehmen? Ne, nur die vier. Dann bräuchte ich noch Flachs. Ab, dass man diesen Baupunkten finden. Mir gefällt, das weiß ich noch nicht. Hier brauchte ich 6 insgesamt, ne? Dann nehme ich einfach schon mal. Es geht nicht, dann fliegt einer raus. Hanf, ne, Hanf will ich nicht. Boah, Flachs. Das scheint auch ein Banditenlager zu sein, ja. Das ist ja furchtbar. Habe ich mich hier rein manövriert. War alles Hanf. Das war ja lila, glaube ich. Jetzt bin ich wieder in der Nähe des Dorfes und da hatte ich ja eigentlich welche gesehen, aber die durfte ich nicht einsammeln, die waren zu nah dran. Ich habe bestimmt noch mehr. Zu nah am Dorf.
Das ist ja doof. Okay, das verrottet mir eh. Das esse ich jetzt einfach mal. Ehemaliges Banditenlager. Hä? Ich habe meine 6 oder? Ja. Okay. Trotzdem mal kurz dahin. Noch wer? Freundlich oder feindlich? Riskieren kann, da einmal durchzumarschieren. Ich mach's einfach mal. Dann mir auf der Karte angezeigt. Pilzmüll. Zu weit hochmarschiert. So, Flachs ist auch da. Mehr brauche ich schon mal nicht. Punkt. Da drüben sind auch noch welche. Fertig. Dass es nicht gesteckt werden kann, das ist blöd. Ja, guck mal, jetzt gibt's doch schon mehr. Bevor ich irgendwas mache. Ah, ist noch zu früh. Ich vielleicht gleich nochmal der Geschichte. Ich dachte jetzt gerade, hier wäre Flachs.
kurz mal ein bisschen hier drüben erforschen. Ganz schön kahl und langweilig, wo ich mich niedergelassen habe. Also auf der einen Seite Wald und auf der anderen Seite nur Gebirge. Hier ist nirgends Flachs. Da ist, glaube ich, einer. Nehme ich schon mal mit. Auch. Ich habe gerade eben gesehen, man braucht für andere Sachen, die man jetzt gleich noch bauen könnte, bräuchte man auch Flachs. Holz werde ich ja wohl im Wald finden. Ich glaube, ich konnte auch ja eine Werkbank bauen. Brauche ich zum Beispiel das Flachs. Und da kriege ich dann ja auch Werkzeuge und so, nehme ich mal an. Also stand da ja. Ich sag mal, grundsätzlich wurde das Genre hier ja jetzt nicht neu erfunden. Echt kahl hier oben. Keine Ahnung, was es hier alles gibt. Jetzt wird's aber rapide dunkel. Sagen, ich muss ja falsch laufen, ansonsten würde ich auch meine Hütte bestimmt schon sehen, da war ja, glaube ich, Feuer drin. Daneben ist eine Fackel. Ich wollte gerade sagen, bisschen komisch mit dem Feuer in dieser komischen Hütte da. Würde ja gleich wegbrennen. Okay, jetzt regnet's. Was war das insgesamt? Fünf Holz, drei Steine. Das heißt, ich brauche noch die Steine. Was ist das? Verdorbenes Essen. Das brauche ich nicht mehr, aber Holz braucht ich, glaube ich, noch.
Ja, guck mal. Axt, Fackel und Keule. Brauche ich dafür Holz und Stein. Was mache ich mit dem Zeug hier, mit dem... Das ist ja wahrscheinlich eigentlich das Plumpsklo, ne? Sechs Holz. Na dann. Das waren schon mal fünf. Oh, ich glaube auch Gegner zu. Sechs. Kommen wir den auch mal mit. Ich auch. Ja. Okay, die brauchen richtig viel Platz. Passen da natürlich nicht rein. Alles in diesem Beutel. Alles drin im Beutel. So, gehen wir erstmal wieder ins Dorf. Gebären. Pilz hält ja sehr, sehr lange scheinbar.
Trade your gold discreetly. How can I be of service today? Perhaps you'd like to view my fine wares. Was der so hat. Well, this puts me in a difficult situation. You see, we have to be wary of newcomers in our village. While there is much to learn about our beautiful home, the elder himself determines how welcome you are. And defying that rule is more than my job here is worth. Speak to him first. Anything else? Ach ja, das ist ja kompliziert hier in diesem Dorf. Stop wandering around. I'll tell you what. We actually have one problem you can try to resolve. If you're willing, of course. It gets cold around here, especially close to the mountains. If we want to keep ourselves warm, we need fur for it, rabbit or wolf pelts, but you see our hunter. Well, we got into a little discussion about how things should work in the village regarding payment. He doesn't want to work with us anymore, but Herndeen mostly depends on him to provide. I want you to convince him to deliver traps. If you can bring us rabbit fur too, that would be very much appreciated. But we can't expect you to do that every day. We want to be self-sufficient with our fur trapping. So the priority is the traps, and the rabbit fur would be a bonus. Take care of that, and then I will consider your request. Go speak with Amelie. She's a bit of a troublemaker, but her heart's in the right place, or so I have to tell myself. She has a good relationship with everyone in the village and knows nearly everything that goes on around here. If anyone can point you in the right direction, it's her. So, wo ist sie? Die Amelie. Irgendwo hier drüben scheinbar. Keep going. Was ist hier oder was? Greetings, newcomer. Say, have we met before? Your face is awfully familiar. And what can I do for you? Unfortunately, he's in the forest, just up the hill, not far from the village. Perhaps bring a book so you have something to do while he rants at you. Mubomir. Das ist doch, glaube ich, der, den ich gerade eben schon im Wald getroffen habe, oder? Don't try anything stupid. Ja, ja. Ein Kätzchen. Nee, hier war ich noch nicht. What are you looking for? It's dangerous to wander around the woods alone. Haven't you heard about wolves or bandits lurking in this area? You don't look like the hunting type, so what are you doing here? Hurt the people in Herndeen. Of course, now they need me. I'm not gonna work with them. Torbjörn has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damned village. And until he does, they can fend for themselves. You're asking for help.
but you don't know a thing about me or what I went through. I used to be a respected member of the community. I even could have been an elder if I wanted. But they degraded me because I refused to be a slave to Ashborn's puppets. So I left. I still tried to contribute from a distance, providing them with fur, food, and creating traps for the sake of the village. But they wanted more. When I asked for better pay, the elder said no and actually warned me not to ask again. At one point, he said he'd speak to the brigands about my behavior. Yeah, well, the fine people of Herndeen don't agree with you. That's why I want to leave that life behind. Let's make an arrangement. You need traps, and I can teach you how to make them so you can catch smaller animals. You look like someone who can get things done. I don't know why, but I feel like you have a lot going on inside your head. I'm willing to join you if you provide me with shelter and food. Together, we can make each other's lives easier in this land. So, can we cooperate? Okay. Also er schließt sich mir an und dafür braucht er ein Wohnzelt. Oder wie überhaupt lang? Was hat er da rüber? Hier nehme ich nochmal mit. Keine Ahnung, wie das, ob das überhaupt so geht. Das war natürlich nicht geplant. Hab ich das Dorf noch gegen mich aufgebracht? Ich werd verrückt. Na, diese ein, zwei roten Punkte da folgen mir, ne? Ja, auf jeden Fall. Könnte eine Wache sein. Ja. Wer bist du? Sorry, I don't have time for chat right now. Schade, das sieht nach einem Holzfäller aus. Für die Hütte. Neun Holz. Oh, die Stämme habe ich schon. Lachs könnte ich zusammen haben. Ach, wie sein, dass sich der Beutel jetzt irgendwann mal aufgelöst hat. In dem die Baumstämme drin liegen. Ach, das nervt. Ich nutze halt immer die Tab-Taste, um entweder die Map oder das Inventar zu öffnen. Das ist natürlich so oder so Blödsinn. Das ist nie beides auf derselben Taste. Aber ärgere mich dann immer darüber, dass dann irgendwas anderes da aufgemacht wird. Im Grunde ja das, was zuletzt geöffnet war.
lass es ja mal. Wie viel habe ich eigentlich? 1, 2, 2, 4, 6, 9, 10. Max weiß ich nicht. Komm, dein Zelt kommt vielleicht daneben. Ja, der Beutel ist weg. Brauche ich alles nicht. Dann brauche ich jetzt nochmal Baumstamm. Reicht der hier wahrscheinlich nicht, ne? Nein, der gibt einfach nur Holz. Und verschwindet dann. Aber der hier. Passt nicht mehr. Da drüben oben wäre schön gewesen vielleicht. Zu bauen. Ah, und jetzt suchen wir wieder die ganzen Baupunkte. Alle? Ohne Waffe. Nicht mit gedrückter Maustaste, man muss schon wirklich jedes Mal hier nochmal extra drücken für jeden Bauschritt. Zwei passen da sogar rein. Gern demnächst hier so eine Lagertruhe haben wollen. Holz und Flachs. Holz, Flachs. Da passt ja auch nichts rein. Aber hier wird gesteckt. Okay, lässt sich hier wahrscheinlich einstellen, was auch die Kollegen, die man hier so rekrutiert, reinpacken dürfen, nehme ich mal an. Jetzt wieder dunkel.
Schade, hätte ich natürlich gern noch irgendwie dazwischen gehabt. Aber das wird nichts. Wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Oh, da. Ob mir das jetzt da so gefällt, weiß ich nicht. So ausmachen, ne? Auch ein kleines Lager. Gucken, ob ich mich nochmal hinlegen darf. Darf ich schon? Ja. Dann gucken wir mal, was wir Lobomir schon holen können. Gutes Wetter. Sieht übrigens alles so leicht verpixelt oder auch unscharf aus, weil ich die Qualitäten alle ein bisschen runtergeschraubt habe, um auf jeden Fall eine gute Performance zu haben, dass man es eben auch spielen kann. Und nicht, dass es einfach nur hübsch aussieht. Da werde ich aber auch nochmal ein bisschen dran probieren, inwieweit ich das nochmal grafisch aufhübschen kann, ohne dass es zu Einschränkungen im Spielfluss kommt. Laufe ich natürlich wieder genau aufs Lager zu. Mal, dass das Dorf mir nicht mehr feindlich gesinnt ist. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, ob ich dadurch jetzt irgendwie Einbußen bekommen habe, was jetzt was jetzt beispielsweise den Ruf angeht oder so. Das ist doch alles interessant. Ja, das wird mir ja wahrscheinlich der Lobo mir gleich beibringen. Und das wäre vermutlich der andere dabei. Stop.
Okay, ich bin da immer noch Fremder. Nichts irgendwie wegen Feind oder so. Scheint noch gut gegangen zu sein. Aber ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da an der Stelle gebaut habe. Wenn es jetzt hier demnächst nicht darum geht, noch irgendwo anders ein neues Dorf zu errichten, als richtiges Dorf, würde ich wahrscheinlich nochmal neu starten. Mal gucken. Vielleicht stattdessen direkt hier drüben bei Lobum hier bauen. Mein Zuhause fertig, Frechheit. Let's get to it. Build the research desk for me and then I will show you how it's done. Ho, and remember that once we build them, you should place it in dense forests to increase the chance of catching something. So. Okay. Also arbeiten, mit mir reisen oder aufs Dorf aufpassen. Wahrscheinlich würde er erstmal mitkommen. Ja. Man muss schon genau die Sachen treffen, die er machen soll. Okay, wenn ich Folgen drücke, dann gibt er eigentlich gar kein Feedback, dass er das auch macht. Er läuft einfach hinterher. So, Salbei ist extra markiert auf der Karte. Warum? Hier ist auch was extra markiert. Das könnte natürlich hier das Korn oder so. Hanf. Okay. Ah, ich hätte mal hier bauen sollen. Viel offener, schöner. Natürlich auch viel dichter dran am anderen Dorf, aber... diesen Hasen. Wahrscheinlich nicht.
Lass mich mal gucken. Ernte Salbei. Ernte Flachs. Und folgen. Ja, wieder dazwischendurch. Hier Salbei haben wir schon. Auch viele Hasen. Und Pilze. Wenn man was mitnehmen kann. Ist wieder eingepflanzt worden oder was? Nee. Na egal, komm, weiter. So, den Forschungstisch. Aber damit die Scheiße, jetzt kommt man gar nicht mehr überall durch. Aber den mache ich dann nicht hier hin. So, und du... Jetzt geht's zum Arbeiter. Moment war es echt schlecht. Steine machen wir auch rein, das machen wir auch rein. Den Pilz hinzu. Auch. Holt er sich jetzt die Sachen? Nee, er hat aber was hier reingebracht. Ja, und er sammelt Holz. Nicht schlecht. Dann hätte ich gerne noch eine weitere Kiste.
Das werden wir wahrscheinlich erst fertiggestellt sein. Plumpsklo. So, dann lassen wir ihn gleich mal ein bisschen bauen. Dann würde ich sagen, würde ich die Folge hier nämlich auch erstmal abschließen. Ja, und beim nächsten Mal dann eben beim Vervollständigen des Ganzen hier weitermachen und die Forschung starten. Mehr geht nicht rein, morgen geht nicht mehr rein. Also bei 50 von 50 rein, ist alles klar. Das ist doch mal so, oder? Kann man ja schon mal ändern. Dass hier nur Ressourcen reinkommen. Ja. Gut. Wie gesagt, hier ist dann erstmal Schluss. Und ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ausprobieren. Und würde dann sagen... Schaut gerne wieder rein, wenn ihr Lust habt. Lasst gerne ein Like da. Auch einen Kommentar, wie ihr das Spiel hier findet. Ob ihr den Start gleich anders gemacht hättet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.